Wenn du eine Multiple-Choice-Frage durchliest, dann lies nicht nur die wichtigen großen Worte wie den Namen des Krankheitsbilds, das Symptom oder das Zeitkriterium. Konzentrier dich auf die kleinen Worte, die die Häufigkeit oder die Sicherheit einer Antwort bedeuten. Also können, darf, es muss, immer, nie. Diese Worte sagen dir oft mehr darüber, ob die Antwort richtig ist, als das Symptom oder das Krankheitsbild selbst. Es sind oft diese kleinen Worte, die die Multiple-Choice-Fragen oder die Bedeutung einer Antwort komplett verändern können. Also es gibt zweimal fast die gleiche Antwort, aber es gibt so ein kleines Wörtchen von Häufigkeit, das anders ist. Und in einem Fall musst du es ankreuzen und im anderen Fall nicht. Lerne dich auf diese kleinen Worte zu konzentrieren und zu verstehen, wie die Fallen der Multiple-Choice-Fragen aufgebaut sind. Wenn du Fragen hast, schreib einfach ins Kommentarfeld. Wenn du kein Video verpassen willst, keinen Prüfungstipp verpassen willst, abonniere uns einfach und ansonsten lass einfach ein Gefällt mir da, dass wir wissen, dass das, was wir hier tun, für dich auch sinnvoll ist. Bis bald!